Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Spiel The Room und es ist ein kleines Puzzle-Knibbel-Denkspiel und ich würde sagen, wir fangen direkt an, ohne lang zu zögern. Tutorial, klick um zu beginnen. Doppelklick auf den Briefumschlag. Wo ist Briefumschlag? Hallo? Der oben auf dem Safe liegt. Da. Ein Schlüssel. Ein kleiner Messingschlüssel mit einem Tierbild. Okay. Dreh den Deckel, um das Schlüsselloch zu erreichen. Ziehe den Schlüssel in das Schlüsselloch. Na, aber immer doch. Nimm das Okular. Ein seltsames Okular. Okay. Es tut aber nichts. Vielleicht fehlt etwas. Was sagt die Notiz dazu? Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Ein Rätsel. Die Lösung muss hier irgendwo sein. Ohne Linse ist es nur ein einfaches Okular. Okay. Okay, da ist ein Schlüsselloch. Da ist noch was? Auch ein Schlüsselloch. Das könnte ich eventuell losschrauben, wenn ich irgendein Werkzeug hätte. Oh, wow. Was ist denn hier unten? Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Okay, da steht Luft. Da unten steht Wasser. Nee, Hilfe möchte ich nicht. Ist das Erde? Tatsache, Erde. Und Feuer. Wenn wir Feuer füttern mit Holz, wird's größer. Wenn wir es mit Wasser tränken, verschwindet's. Feuer, Holz füttert es, aber Wasser löscht es. Ich sollte es wohl mal drücken, mit Drücken versuchen. Oha. Mit diesem Schuss ist etwas recht ungewöhnlich. Ich sollte ihn mir genauer anschauen. Okay. Wir haben hier ein Schlüsselloch. So rum vielleicht? Eine gravierte Metallplatte. Es scheint, als ließe sich das Ende als Schraubenschlüssel verwenden. Na, da wissen wir doch für was. Dahin. Eine Linse. Oha! Alles klar. Ja. Jetzt? Aber wir haben doch hier auch noch einen Schlüssel. Warte mal. Wo stehen wieder drehen? Passt. Na, jetzt zeig doch mal. Die Schiene scheint sich zu drehen, aber es gibt keine Markierung,
die richtige Position anzeigt. Ich muss woanders nachsehen. Okay. So. Hier. So. Nee. So hier. Boah, fetter Safe. Sieh mal eine an. Das sollte ich rausholen und mir genauer anschauen. Kapitel abgeschlossen. Spiel fortsetzen. Natürlich. Für alle, die sich fragen, was ich gerade gemacht habe, ich habe etwas getrunken. Diese drei Siegel wehren mir den Zugriff auf den Inhalt. Verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt dieser Kiste. Ja, fest verschlossene. Was ist das? Oh. Okay. Ein altes ledergebundenes Buch. Der Buchdeckel wirkt sehr verifiziert. So. So. Ah. 11. Februar. Meine Forschung kommen nur langsam voran. Mit diesem stümperhaften Gerät kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Hä? Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt sowie allen Zahlen der Welt Bedeutung, wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus... Boah, das ist mir zu viel zum Lesen. Es tut mir leid. Einfach auf Pause drücken im Video und lesen, bitte. Ja, wie sag ich? Ein Viereckkreis mit einem Kreuz drüber ist da drinne. Kann man das hier irgendwo... Nö. Okay. Was ist denn das da unten? Da ist doch was. Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Oha. Das sieht aber auch wieder merkwürdig aus. Ah, okay. Sieht aus wie ein Miniaturfernrohr. Cool. Okay. Hier ist wieder sowas. Ist das vielleicht hierfür gedacht? Und mal da oben, das war... Viereckkreis mit Kreuz. Das war... Dann das hier. Das da. Unten, das ist so eine Art Krone.
Das da. Haben wir noch irgendwo so einen Hinweis? Das wäre jetzt natürlich geil. Nö, aber hier. Bist du viereckig? Zeig dich mal. Ja. Eine Runde, okay, da muss irgendwas Rundes rein. Nein. Erkennt man hiermit irgendwas? Oh. Oh, was ist... Was, alles klar? Hatten wir hier nicht irgendwas mit Zahlen? Nee, schade. Hier wäre eine 2 oder eine 6. Da unten eine 7. Daneben eine 5. Und ganz unten keine Ahnung. Aber da ist doch, ey. Kann ich da ranzoomen? Was ist das? Irgendwie verwinkelte Striche und ein Strich durchgezogen. Dann machen wir das doch mal. Das da, so und jetzt auf gut Glück. Wir versuchen einfach mal alles. Hehe. Ein schwerer, gusseiserner Schlüssel. Aber für was? Ach, hier wäre das letzte Symbol gewesen. Lol. Okay. Was ist das mit dem Auge? Eine Platte mit einem Augensymbol. Was? Scheint sich nicht zu bewegen. Schade. Aber das hier verstehe ich nicht. Eine 2, eine 7 und eine 5. Und da unten... Für was sind die Zahlen bitte schön gut? Hier hatten wir eine 2. Hier hatten wir, glaube ich, eine 7. Da hatten wir eine 5. Und da unten war es eine 6. Okay. Ich muss diesen Apparat zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. Und wie? Okay. Moment mal, das da? Okay, wir haben Feuer gemacht. Können wir jetzt durchgucken? Nein. Ich muss den Apparat zum Laufen bringen. Aber hä, der ist doch an. Äh,
Das sieht wie ein Aufziehmechanismus aus, aber es könnte eine Art Schlüssel geben. Das da. Okay, dann lasst uns mal durchgucken. Es gab den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen. Ob ich mit dem Okular wohl etwas erkennen kann? Trial. Okay. Okay. Eine Messingplatte mit dem Buchstaben L. Ist die vielleicht... Ja, oh Gott, wie hieß das Wort? Moment. Ey, wo ist der Gypsy hin? Aber Trial, Trial. Eines der Siegel hat sich geöffnet und zwei, noch zwei, dann hab ich es. Okay. Hallo? Ist das hier oben Knopf gewesen? Nein, schade. Da liegt was. AS. 8. Mai. Nakalista hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelement Raum. Die Hindus nennen es Äther. Und für die Babyloner ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung, das Reich von Ishtar. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des sechsten Symbols. Okay. Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen... Oh Gott, das ist mir zu viel zum Lesen. Einfach auf Pause drücken, bitte, und lesen, wenn ihr das wollt. Warum ist... Das wollte ich nicht, ich wollte hier hoch. Warum ist hier ein großer und ein kleiner... Na... was habe ich? Okay. Ja. Oh. Okay, das ging jetzt einfach. Ein Schlüsselloch. Hey, wir können es endlich aufmachen. Und natürlich haben wir wieder einen Schlüssel. Passt der hier rein? Ein lackierter Messingstern, okay. Und, okay. Und
was ist das? Okay, da fehlt ein Teil. Aber für was ist jetzt der Stern? Nee. Hier glaube ich auch nicht, dass das passt. Nee. Was ist das? 2E? E6. Hä? War hier oben nicht irgendwo ein Stern? Da. Wir haben die Lösung. Merke dieses Datum. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt wäre vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Ja. Ihr wisst Bescheid, auf Pause drücken. Und bitte einmal lesen. Okay. Oh. Ein Messingring mit markierter Schiene. Und dem fehlt irgendwas. Kommt das da unten ran? Ja. Ey. Ey, sag mal. So. Okay. Das. Drei und fünf stand da. Okay, das war falsch. Ach, zwei. Ah, schau mal einer an. Und der ist bestimmt dafür gedacht. Oh, cool. Ist das das hier? Dann müsste das hier sein. Nee, passt nicht, hä? Jetzt mich verkackeimern. Ach nee, da geht noch so ein komisches Knubbelding runter. So hier. Yay. Eine kreisförmige Platte mit einem Sternsymbol. Das kommt bestimmt da rein. Und das hatte da hinten so einen Knubbel dran. Okay. Das zweite Siegel ist offen. Yay! Jetzt noch das letzte. Okay, wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Vor allem den Daumen nach oben, der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag und bye bye.